Defensive Manöver mit Fokus. Ski. Sorry, 8 diesmal. 8. Damit kannst du die, die besondere benutzen. Und Tikani, Fokus? 5. Du kannst nur die Basissachen benutzen. Also nicht meine Fighting-Techniques. Nein, nur diese auf dem kleinen Zettel da. Man kann, wenn ihr sie eine Basis, genau, wenn man die alles, was ein bisschen komplexer ist, dann muss man eine 7 oder mehr würfeln für. Ah. Und Risu? Eine 11. Mit Passion hat das würfeln. Also ich habe jetzt 9. Du kannst dir bis zu 2 Techniken aussuchen. Also dann nehme ich auf jeden Fall Pressure, um die Leute zu beeindrucken erstmal und von diesem ganzen Ding abzulenken. Kann ich das zweimal nehmen? Oder? Von mir aus, ja, du kannst 2 Gruppen beeindrucken. Ja gut, wenn die jetzt sowieso aufgeteilt sind, dann sind sie aufgeteilt, ja, genau. Ja, dann mache ich das zweimal und gegen jede Gruppe einmal, um sie noch weiter auseinander zu bringen. Du darfst dir aussuchen, welchen Approach die nächste Runde nicht nehmen können. Also zum Beispiel Advanced Attack oder Defend. Was können sie nächste Runde nicht machen? Sie können auf jeden Fall nicht Advanced Attack nehmen. Genau, du bringst sie dazu, dass sie nicht angreifen können, also nicht offensiv sein können. Alles klar. Was ist mit Saya? Du wolltest... Ich nehme Ready. Du nimmst Ready. Ich nehme Ready. Okay. Wunderbar. Das heißt, du kannst einen fictionally appropriate Status verteilen. Das wäre in deinem Fall, du würdest mit einem Windstoß umwehen wollen, nicht wahr? Yes. Da würde man als Status wahrscheinlich sowas nehmen wie impaired. Dann sind sie Balance und werden herumgewirbelt und so. Ja. Wunderbar. Shi, was machst du? Ich hau mit einem richtig festen Schlag auf den Untergrund und schleudere bzw. schieße mich selber so in die Lüfte, um mich auf den folgenden Schlag, der dann zurückkommt, vorzubereiten. Und mich von allen Feinden, die in meiner Umgebung sind, ein bisschen zu distanzieren. Ja, also tatsächlich, du schlägst auf den Boden und bist nach oben katapultiert, ne, Meter hoch. Die Leute um dich herum werden zurückgeworfen. Und du bist diese Runde fliegst du hoch und landest demnächst wieder in ihrer Mitte unten. Tikani. Ja, ich mache Seize Position, denn die Leute haben mich ja umzingelt. So. Ich habe ja vor mir Leute, hinter mir Leute und ich würde die liegen aber auf dem Boden. Liegen auf dem Boden, egal, ich bin trotzdem noch in der Mitte. Ich würde meinen Speer als so quasi als Stabsprung nehmen und würde quasi über die drüber, zack, zu Zaya und Risu, wo auch immer die stehen, überspringen. Okay, ja. Moment, wo haben wir den? Da. Währenddessen schlagen die wild auf euch alle ein, ne? Also wenn ihr rankommt und so weiter, die werfen mit ihren Knüppeln nach euch, schlagen mit Sachen und so. Ihr alle müsst entweder 2 Fatigue markieren oder eine Condition eurer Wahl. Ich nehme. Ich auch? Ich bin ja eigentlich bin ich ja... Du nicht, sorry, genau, du nicht, du bist weg. Das ist ja der Vorteil der Technik, du bist nicht in ihrer Reichweite diese Runde. Also wir sind in der Reichweite und wir nehmen uns jetzt was? Entweder 2 Fatigue oder eine Condition. Eurer Wahl. Dann nehme ich 2 Fatigue. Ich bin ängstlich, Kämpfe sind echt nicht mein Ding, Mann. Ich bin troubled. Die rufen die ganze Zeit sowas wie nieder mit den falschen Avataren. Oh. Die sind das. Wer weiß. Unangenehm jetzt. Gut. Wann kommst du wieder runter, Ski? Moment. Sobald ich darf. Sobald sie nicht mehr abgehoben ist. Ja, genau.
Du landest zwischen ihnen, direkt am Ende der Runde wieder. Kabam! Und du bist favored, diese Runde. Ja, wenn du das nächste Mal was machst, bist du favored. Das bedeutet, dass in der nächsten Runde darf ich eine Technik nutzen oder so, oder? Nee. Genau, du kannst nächste Runde, darfst du, selbst wenn du den Wurf nicht schaffst, eine besondere Technik benutzen. Cool. Ja. Okay, nächste Runde. Die können nicht angreifen, weil Riso sie mit so einem Flammendisplay so eingeschüchtert hat. Er hat so Flammen hochwirbeln lassen und die sind zurückgewichen und wurden dann von den Winden von Saya hin und her geworfen. Und diese Runde können sie nicht angreifen. Sie können nur verteidigen oder observen. Was für eine Stance wollt ihr machen? Ich nehme Evade and Observe. Mhm. Sehen die denn immer noch kampfbereit aus, dass sie eine Gefahr darstellen? Das hat sich so ein bisschen gewandelt tatsächlich, weil also sie haben mit 2 gerechnet, aber jetzt haben sie 4 Bändiger um sich rum und es gibt Luft und Feuer und Shi ist von dem Boden nach oben geschossen und Saya hat so einen Tikani hat so einen coolen Sprung über sie gemacht. Sie sind so ein bisschen eingeschüchtert, also noch nicht so weit, dass sie aufgeben würden, aber ihr seht, dass sie nicht damit gerechnet haben, was gerade passiert. Dann nehme ich Evade and Observe. Okay. Tikani? Auch. Ich nehme wieder Defender-Manöver. Okay. Und Shi? Wie ist das jetzt? Ich komme ja jetzt erstmal zurück, oder? Du bist schon gelandet wieder ich quasi am Ende gelandet. Der Runde. Achso, okay. Du kannst was tun jetzt, ja. Wir können das auch so, narrativ können wir es auch so machen, dass du jetzt von oben irgendeine Aktion machst. Wie ist hier, ne, aber. Kann ich das verbinden mit Advance and Attack mit Pressure? Also, dass ich sie irgendwie einschüchter oder so? Ja, sicher. Ich glaube, das wäre eine voll gute Idee. Das ist sehr einschüchternd, ja. Ja. Okay. Ja, dann fangen wir mit Defend and Maneuver an. Das heißt, das ist nur Tikani, glaube ich, diese Runde. Du kannst einen Fokuswurf machen. Yes. Yes, da habe ich eine 10. 10. Das heißt, du kannst dir eine Master-Technik benutzen. Oder bis zu 2 Master-Techniken, sorry. 2 sogar. Mhm. Also, ich hole tief Luft und hauche einen eisigen Atem über das ganze Schlachtfeld. Ah, endlich. Sie werden alle eingefroren, beziehungsweise macht sie ganz, ganz, ganz langsam in ihren Bewegungen. Alles klar, du machst einen Breath of Ice. Alles klar. Ja, all die, das muss in der Nähe sein, ne? Das ist im Engage with You, also die bei dir sind, die werden davon erreicht und du hauchst eiskalte Luft aus. Es wird in der ganzen Gasse wird es schlagartig kalt und ihr seht, dass sich an den Fenstern und so weiter bildet sich so Rauchreif und die Hälfte der Leute ist impaired, die sind eingeschränkt jetzt. Sehr cool. Und meine zweite Technik, die ich machen würde, wäre dann Tag Team, weil ich sehe natürlich, was für einen coolen Move Shi die Runde davor gemacht hat. Und ich denke mir, boah, krass, also ich appreciate das ja sehr, wenn jemand coole Kampftechniken drauf hat. Mhm. Und deswegen würde ich ihr dann mit Tag Team die Möglichkeit geben, jemanden, glaube ich, die Fatigue zu doppeln, also den Effekt zu doppeln, den sie genau, jetzt benutzen. Genau, du benutzt Tag Team, das heißt, du mit deinem Atem treibst du Leute weg und sorgst dafür, dass Shi ihren Move noch besser ausführen kann und alles, was Shi jetzt aus an Conditions oder Fatigue macht, wird verdoppelt. Ja, you go, girl. Shi, du hattest, glaube ich, Attack, ne? Genau, also Pressure. Ja, dann, du kannst dir jetzt aussuchen, was du machen möchtest. Und
Also ich sag mal so, bei Pressure bringt das Tag Team nicht so richtig viel. Habe ich auch schon gedacht. Was habe ich denn da für Möglichkeiten? Meinst du jetzt einfach narrativ oder habe ich hier irgendwas, was ich noch dazu... Also du kannst natürlich einfach mit deinem, du kannst einen anderen Angriff aussuchen. Du kannst deinen Sweep the Leg zum Beispiel machen. Oh ja, den habe ich noch nicht gemacht. Ja, dann mache ich den. Alles klar. Ja, du landest mit einem lauten Bäm auf dem Boden und die um sie herum wabert die Erde so auf und wie so ein lokalisiertes Erdbeben reißt das die Leute von den Füßen. Ne? Sie landet wie so ein Komet in ihrer Mitte und ihr seht so, wie so ne, dieser klassische, so ein kreisrunder Krater in dieser Straße entsteht, in dem Shizu kniet mit der Faust im Boden und die Leute bekommen jede Menge Dinge. Angst, sie bekommen. Sie haben weniger als 3 Total Fatigue, dann du musst dir einen Fatigue nehmen, aber du machst ihnen 4. Tatsächlich. Also Leute werden rumgeschleudert, ne? Die sind eh schon von diesem Eisatem verlangsamt und können sich nicht richtig wehren. Und sie werden gegen die Mauern geworfen, fliegen über eure Köpfe und landen überall um mich herum auf dem Boden. Und ja, sehen ziemlich angeschlagen aus. Nice. Wir hatten noch 2-mal Evade, glaube ich, ne? Yes. Was hast du gewürfelt? Oder hast du schon gewürfelt? Nee, ich noch nicht. Ich noch nicht. Okay, der Evade ist... Ich habe eine 9. Ich habe auch eine 9. Creativity. Ja. 9. Das heißt, ihr könnt einfach eine Technik aussuchen. You go first. Ich würde sagen, dann würde ich Bolster dahinter nehmen. Ja, dass ich einen Status bei den Gegnern verursache. Ja. Ich darf jetzt auch einen Fatigue wegmachen, ne? Wenn man Evade and Observe macht. Genau, wenn man Evade and Observe macht, darf man einen Fatigue wegmachen. Kann ich ihnen Angst einjagen, dass sie Zweifel bekommen daran, uns weiter anzugreifen? Ja, also ein Status sind so Sachen wie Impaired, Doomed, das ist nichts. Inspired, Stunned, Trapped. Du kannst sie stunnen zum Beispiel. Du kannst sie so erschrecken, dass sie kurz geschockt sind. Darf ich sie doomed machen? Doomed sind so Sachen wie, wenn jemand in Brand ist oder ertrinkt, dann kriegt man die ganze Zeit Fatigue, weil irgendwas Doofes durchgehend passiert. Du kannst Leute in Brand setzen, wenn du möchtest. Kann ich mich selber in Brand setzen und auf sie zulaufen? Naja, kannst du bei dir Flammen um dich herum auflodern lassen und auf sie zulaufen. Ja. Dann mache ich genau das. Okay. Ja, die wenigen, die noch stehen, werden von einem brennenden Riso gecharged, der in ihre Mitte springt. Und ihr seht, dass die irgendwie weglaufen und ihre Flammen auf ihrer Kleidung ausschlagen und ihren Haaren und so weiter. Okay, Saya. Naja, was denkst du, was jetzt kommst? Ich weiß nicht, was machst denn du? Ich teste ihre Balance. Ich möchte wissen, wer sie sind, was ihre Prinzipien sind. Ah, okay. Auf Deutsch, ich rede mit denen. Wer seid ihr? Was wollt ihr? Aber ich sag's netter. Wer seid ihr? Was wollt ihr? Wir sind die gediegene Töpferei. Was? Wirklich? Die gediegene... Die gediegene Töpferei. Warum habt ihr meine Freunde angegriffen? Wir stehen gegen die Reichen und Mächtigen. Wir helfen den Armen. Und wir stehen an der Seite von Avatar Kiyoshi und ihr seid ihre Feinde. Dann stehen wir auf derselben Seite. Unsinn. Nein. Wir haben es doch gehört. Verkündet wurdet ihr als das Ende des Avatars. Ja, das ist mir auch äußerst unangenehm. Und es ist Quatsch. Die raffen sich so langsam auf und ziehen sich zurück. Ne? Ihr seht, einige von denen humpeln so von den Schlägen von Ski. Andere haben noch so kuckelnde Stücke Stoff an sich. Ein paar brechen so die Eisbärte ab und wischen sich so die Eiszapfen aus den Augenwimpern und ziehen sich so ein bisschen von euch zurück. Die haben Angst vor euch, aber immer noch ihre Waffen in den Händen und sind offensichtlich sauer auf euch. Wir haben überhaupt
kein Bestreben, die Position von Kyoshi einzunehmen. Das würden wir niemals wagen. Sie ist der Avatar und das muss beschützt werden. Die Beifong haben es verkündet in ganz Gaoling. Ihr meint die Beifongs, die das ganze Essen weggeschmissen haben, das ich heute in die äußeren Bezirke gebracht habe? Und denen glaubt ihr mehr als mir? Verschwindet aus Gaoling. Dann drehen sie sich um und laufen weg. Ich fliege hinterher. Nee, das lasse ich nicht auf mir sich. Also die rennen in die Gassen. Willst du sie verfolgen? Ja. Okay. Was willst du denn machen, wenn du jemanden erreichst? Du bist schneller als die und die verteilen sich so in den Gassen. Die kennen das sehr gut, die Gegend hier. Die verschwinden in irgendwelchen Gärten und Hühnerställen und so weiter und springen über Zäune. Aber du kannst fliegen. Das heißt, es ist sehr schwer, dir zu entkommen. Was willst du denn machen, wenn du jemanden erreichst? Reden. Die rennen halt weiter, die reden nicht. Ich fliege hinterher und rede auf die ein. Okay. Ich rede die ganze Zeit auf die ein, dass das Quatsch ist, dass uns das auch unangenehm ist und dass wir auf der Seite des Avatars stehen. Also du verfolgst so eine Frau, die vor dir wegrennt, sich versteckt und so weiter. Du bist immer hinter ihr und redest auf sie ein. Ja. Und irgendwann nach so einer ewigen Strecke, die Sonne geht schon fast auf, bleibt sie schwer atmend stehen. Okay, ist gut. Ich glaube, die... Vielen Dank. Yes. Ihr seid von der Töpferei. Ja, die gediegene Töpferei. Kennt ihr euch mit Marmorbüsten aus? Was? Ich bräuchte Hilfe bei der Reparatur. Wir sind eine Dao Fai. Ah. Oh. Davon habe ich schon einmal gehört. Kann ich jetzt gehen? Nur wenn du mir versprichst, deinen Leuten zu sagen, dass wir nicht der Feind sind. Alles, ich sag ihnen alles. Vielen Dank. Ich fliege zu den anderen. Da geht sie so langsam humpelnd irgendwie weiter, schüttet sich aus so einem Eimer, so einem Regenwassereimer, so Wasser ins Gesicht und. Totgequatscht. Ja, der Rest von euch macht was, während Zaya die Bösewichte verfolgt? Naja, ich denke mal, wir haben ein wichtiges Gespräch noch zu führen. Ja, ich denke mir erstmal nichts Böses und ich glaube, wir stehen alle drei, kommen uns wieder, gathern uns irgendwo zusammen und ich meine so, puh, das ging ja gerade noch mal gut. Gerade noch mal gut. Wisst ihr, was ihr da hinten angerichtet habt? Hey, die haben uns angegriffen, oder Schieße war es doch. Also du hast uns in den Teich geschmissen. Aber das hatte doch nichts mit den Angreifern jetzt zu tun. Mir ist so egal, wer wen in den Teich geschmissen hat. Ihr habt die Statue zerstört. Naja, und du hast uns was angezündet. Das kam hinterher. Ist okay. Nichtsdestotrotz, wir haben riesen Ärger am Hals wegen euch. Wegen so einer blöden Büste. Wegen einer beinahe reliktartigen Büste, die der Familie sehr, sehr viel bedeutet. Das ist so typisch, dass so reiche Leute an solchen bescheuerten Dingen hängen. Wie dem auch sei, sie sind sehr, sehr erzürnt über das, was passiert ist. Wir haben versucht, euch in Schutz zu nehmen und haben davon gesprochen, dass es bestimmt ein Unfall war. Aber danke, dass du für mich... Ihr habt uns verraten? Verraten nennst du das? Woher sollen sie denn wissen, dass wir das waren? Das haben wir ihnen nicht erzählt. Nun, die Statue ist defekt. Ihr seid geflohen und wir mussten erklären, wo ihr seid. Aber die wussten doch nicht, dass wir das sind. Wer sonst soll die Statue zerstört haben? Ja, das wussten sie nicht. Die haben immer nur nach Banditen gesucht. Und wer hat sie versteckt? Wen willst du hier verkohlen, Riso? Verkohlen? Wen willst du hier verkohlen? Naja, beinahe dich, würde ich sagen. Aber. Ja. Wir haben unseren Hals eng gehalten an der Stelle, damit ihr fliehen konntet. Und wir haben versprochen, dass wir das klären. Ihr habt uns verkauft. Verkauft? Wir hätten einfach gehen können. Gehen können und niemand hätte gewusst, wer das war. Einfach, wir können nicht. Du willst mir erzählen, wir hätten gehen können. Bei dem Radau, den ich gemacht habe. Bist du schon wütend, Chi? Ja. Sehr gut, das immer noch. Passt. Sehr aber Riso, du hast so das Gefühl, dass du langsam, du hast so ein leichtes Guilt-Gefühl, das in dir aufsteigt. Das heißt für mich was? Du bist guilty als Condition.
Na, danke. Ich bin troubled und guilty. Schön. Pass auf. Alles, was wir machen wollten, war zu deeskalieren. Irgendetwas zu klären. Aber ich werde nicht lügen. Und ich werde euch auch nicht im Stich lassen. Das heißt, egal was die Konsequenz ist aus dem, was passiert ist, wir werden sie zusammen tragen. Aber wir werden die Strafe tragen.